Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Thematik mies drauf, was tun? Ja, du kennst es vielleicht. An manchen Tagen hast du einfach unglaublich schlechte Laune. Du fühlst dich definitiv nicht wohl und ja, hoffst irgendwie auf Besserung. Da gebe ich dir gerne noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg, wie du dir selbst etwas Gutes tun kannst. Und zwar, ich kann ja mal damit anfangen, was mir hilft. Auf jeden Fall erstmal Ruhe. Wenn du schlechte Laune hast, ja, dann brauchst du nicht das um dich herum, hast noch diesen Termin im Kopf und wirst dann noch das machen heute Abend. Nein, du brauchst erstmal Ruhe, um nachzudenken, ja, um deine Situation kritisch zu analysieren und zu erfragen, hey, warum habe ich gerade überhaupt schlechte Laune? Was ist hier los? Was läuft denn hier gerade schief? Das ist natürlich wichtig, dass du dann offen und ehrlich schaust, was ist los. Oftmals ist es so, dass du dich über irgendwas, was am Tag passiert ist, ärgerst. Zum Beispiel hattest du vielleicht Stress beim Autofahren. Ja, irgend so ein Verkehrsteilnehmer hat sich nicht so benommen, wie du es wolltest. Das passiert oftmals. Oder hat dich vielleicht blöd angehupt, obwohl du gar nichts falsch gemacht hast. Das kann natürlich passieren. Vielleicht hat dich irgendjemand grimmig auf der Straße beim Spazierengehen angeschaut. Selbst das sorgt schon für manche Menschen für schlechte Laune, ja. Wenn jemand dann so böse guckt oder vielleicht komisch guckt und denkst du nur, hä, habe ich hier irgendwas? Was habe ich falsch gemacht? Das könnte ein Grund sein. Wenn wir jetzt darüber reden, dass du öfter mies drauf bist, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass häufig der Job schuld ist, ja, weil das ist nun mal das, womit wir uns die meiste Zeit des Tages beschäftigen. Die Arbeit und wenn das nicht glatt läuft, ist es ja logisch, dass du schlechte Laune hast, ne? Da solltest du schauen, ob es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, eine andere Berufswahl einzuschlagen, damit du nicht dein Leben lang irgendwas machst, wo du Tag für Tag mies drauf bist. So, ich bin eigentlich kein Freund davon, jetzt sich selbst irgendwas Schönes zu gönnen, aber es kann natürlich auch mal helfen, ja. Zu sagen, hey, ich gehe jetzt schön essen, vielleicht mit einem Bekannten oder so. Ja, mach mir einen schönen Abend, um die schlechte Laune so ein bisschen zu vertreiben. Das kann auch eine sehr gute Idee sein, Freunde treffen, mit denen du über sowas reden kannst. Auch das ist durchaus im Rahmen des Möglichen, kann ich mir gut vorstellen, musst du aber letztendlich natürlich auch wieder selber entscheiden. So, es gibt natürlich grundsätzlich keinen Grund, mies drauf zu sein. Ich würde dir empfehlen, zu versuchen, immer optimistisch zu sein und mit voller Tatendrang in den Tag zu starten. Ich weiß, das sagt sich viel leichter, als dass es in der Praxis umsetzbar ist. Aber wenn du wirklich fest daran glaubst, ja, ein schönes Leben zu führen, dann kann ja an der guten Laune eigentlich nicht mehr viel, ja, vorbeiführen. Ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Aber die Einstellung ist auch häufig ein Grund für schlechte Laune. Denn was ist schon so schlimm, ja, wenn dich irgendjemand mal komisch anguckt oder so, ja, das kann immer passieren. Das muss auch gar nicht deine Schuld sein. Vielleicht hat die Person auch miese Laune, ja. Versuch immer optimistisch zu bleiben, dann kannst du die Chance schon mal senken, weiterhin mies drauf zu sein. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung aus, da habe ich eine coole Empfehlung für dich am Start. Danke für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute. Ciao.